Musik kommt logischerweise noch ein bisschen Text. Und zwar haben wir hier den Rainer Braun für euch von der Friedenskoop. Und ich denke mal, das Beste ist, wie immer, dass er sein Thema selbst vorstellt. Viel Spaß damit. Lass ruhig mal. Ja, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ich bin der Rainer Braun. Ich bin Geschäftsführer der Juristinnen und Juristen gegen Atomwaffen für zivile Konfliktgestaltung und einer der Sprecher der Kooperation für den Frieden. Ich bin in den letzten Tagen online und offline immer wieder gefragt worden, warum redest du hier? Und ich habe dann gesagt, mein Motiv hier zu reden ist, dass ich dafür bin, dass wir miteinander reden, statt übereinander. Und ich will es auch ganz offen sagen, ich kann dieses Gerede über andere online und offline nicht mehr leiden. Ich möchte, dass wir in den Diskurs, in ein Gespräch kommen, wo unsere Unterschiede und unsere Gemeinsamkeiten deutlich und ausgetragen werden. Und wir haben genug Gemeinsamkeiten, wenn wir gucken, was da drüben an Politik entschieden wird. Dann verbindet uns mehr, als uns trennt. Und deswegen bin ich heute hier, um das zum Ausdruck zu bringen. Ich bin aber auch hier, um mit euch eine Sorge zu teilen und diese zu artikulieren, die wir immer wieder zum Ausdruck bringen sollen. Bei allen Diskursen, Meinungen. Es gibt einen Unterschied zwischen Meinung und Verbrechen. Und Faschismus ist keine Meinung, Faschismus ist ein Verbrechen. Und ich sage dieses angesichts der Wahlen zum Europaparlament. Und was ist das für eine Schande, dass die NPD in diesem Parlament vertreten ist? Diese Typen gehören da raus, so schnell wie irgend möglich. Und ich betone das auch, und ich habe mich gefreut, einen französisch klingenden Beitrag hier zu hören, angesichts des Wahlergebnisses in ganz vielen Ländern Europas. Wir sollen Acht geben. Acht geben vor rechtsradikalen und faschistischen Gefahren. Und lasst mich einen Menschen zitieren, von dem ich persönlich eine große Hochachtung habe. Pfarrer war er, im Konzentrationslager Buchenwald hat er gesessen. Er war ein großer Antifaschist und er war ein Friedenskämpfer über mehr als 40 Jahre. Martin Niemöller. Und ich möchte 8 Zeilen von ihm zitieren, die, glaube ich, das zum Ausdruck bringen, was wir brauchen. Als die Nazis die Kommunisten holen, habe ich geschwiegen. Ich war kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Vergessen wir nie die Lehren aus dem Faschismus. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Das eint uns. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte ein weiteres Thema ansprechen, was meiner Ansicht nach einer Diskussion bedarf. Das ist die Frage, gibt es einen rechten oder einen linken Frieden? Ist Frieden rechts? Ist Frieden links? Nein. Frieden ist eine klare Absage an Krieg in jeder Facette und in jeder Argumentation für den Krieg. Und diese Absage gilt auch, wenn das heuchlerische Argument von Menschenrechte benutzt wird, um Krieg zu begründen. Krieg ist die größte Verletzung der Menschenrechte. Aber wenn ich das sage, sage ich auch,
dass Krieg als Fortsetzung der Politik, als normales Instrument für Politik, für rechte, rechtsradikale Parteien und Politiker immer historisch und aktuell ein selbstverständliches Instrumentarium war, mit dem sie Politik gemacht haben. Und wenn es eines Beweises gab, erinnert euch, wie der Erste Weltkrieg zustande gekommen ist. Und demgegenüber stand historisch und aktuell die politische Linke grundsätzlich für eine Antikriegspolitik. Linke, Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten, Parteilose und nicht parteigebundene haben sich immer antikriegsmäßig und für Frieden engagiert, haben dafür ein Zuchthauser Gefängnis auf Hinrichtungsstätten gesessen und gelitten oder mussten in die Emigration gehen. Linke waren die Opfer von Krieg, die Rechte historisch immer als Instrument mitbenutzt haben. Und lasst es mich an einigen wenigen Namen sagen. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Jean-Georges José Jaurès, der französische Sozialist, wenige Tage vor dem Ersten Weltkrieg ermordet wegen des Ersten Weltkrieges. Oder auch Albert Einstein. Er musste dieses Land zweimal verlassen, weil er gegen Krieg aufgetreten ist. Es war Angela Davis, Peter Gingold, Christa Wolf, Heinrich Böll und Bertolt Brecht, die sich gegen Krieg engagiert haben. Diese Aussage zu Linken, die sich gegen den Krieg engagiert haben, heißt nicht, dass ich nicht wertschätze, dass es immer auch Konservative, Wertkonservative waren, die sich in der Friedensbewegung für den Frieden engagiert haben. Sie waren mit unsere besten Mitstreiter. Und wenn ihr Namen hören wollt, Bergner von Suttner kam aus einem wertkonservativen Adelsgeschlecht und hat sich so aktiv für den Frieden engagiert, dass sie berechtigterweise den ersten Friedensnobelpreis für eine Frau bekommen hat. Und bürgerlich-pazifistische Kräfte sind es auch heute, die ganz wichtig für die Friedensbewegung sind. Sei es Pax Christi, seien es die Ärzte gegen den Atomtod, seien es viele kommen aus Frauenorganisationen und anderen Organisationen. Die sind uns alle willkommen. Mit ihnen gemeinsam müssen wir für den Frieden eintreten. Und wie notwendig das ist, möchte ich an zwei Beispielen noch mal ganz kurz sagen. Ich versuche meine 15 Minuten einzuhalten. 4600 deutsche Soldaten stehen überall in der Welt und führen Krieg. An 20 Einsatzorten. Das ist doch genau die falsche Richtung. Und ich bin mit unserem Bundespräsidenten, den ich auch für einen Kriegshetzer und Kriegspropagandisten halte. Ich bin mit ihm aber in einem Punkt einer Meinung. Ich finde, Deutschland sollte ruhig mehr Verantwortung übernehmen. Aber mehr Verantwortung für die Flüchtlinge, die im Todesmeer, Mittelmeer tagtäglich umkommen. Da liegt unsere Verantwortung, der wir uns stellen müssen. Da haben wir genug zu tun. Und wenn jemand noch über Verantwortung reden will, wer hilft denn den Menschen in Griechenland und Irland, die keine Krankenkasse mehr haben und eine Krankenversicherung, die nicht wissen, wie ihre Kinder ernähren sollen oder Kleider für die Schule kaufen sollen? Da liegt Verantwortung, die in dieses reiche Land sich stellen sollte. Und Schluss mit dieser Austeritätspolitik ist der erste Schritt, um Verantwortung in dieser Welt wahrzunehmen. Diese Verantwortung hat nichts, aber auch gar nichts mit Militär zu tun. Militär ist das Unverantwortlichste, was es auf dieser Erde überhaupt geben kann und wird deswegen abgeschafft. Und liebe Friedensfreunde und Friedensfreunde, weil das so ist, weil wir in einer Situation stehen, wo die politische Klasse dieses Landes versucht, die Bevölkerung wieder kriegsbereit zu machen, deswegen dieses ganze Geschwätz über Verantwortung. Und diese Bevölkerung will nicht. Die neueste Umfrage sagen, 72% wollen nicht, dass Deutschland Krieg führt. 61% wollen die Bundeswehrausgaben kürzen.
weil diese Bevölkerung das nicht so will und weil das Klima für uns ist, müssen wir immer wieder auf die Straße gehen und sagen, wir wollen Frieden, wir kämpfen dafür, wir wollen die Menschen überzeugen, wir wollen, dass wir mehr werden und einheitlich für Frieden und Abrüstung demonstrieren. Herzlichen Dank.